Mit der Posenrute am Kupfersee. Kann man ja natürlich machen. Mit der Stippe geht das natürlich richtig gut. Man kann sogar ein paar schöne Stipprekorde damit machen. Was natürlich auch interessant ist, wenn man hier einfach mit der Matchrute rangeht. Allerdings muss man da einiges beachten. Und zwar als allererstes natürlich, dass man hier nur spezielle Arten von Matchrouten verwenden kann. Und zwar die leichten, die medium leichten Matchrouten. Wir gucken uns die Matchrouten, die ich hier gerade in Verwendung habe, gleich alle mal schön im Detail an. Doch bevor wir in die Matchrouten reingucken, gucken wir erstmal, was es für ein Patch gab. Warum waren die Server down? Was ist denn eigentlich los? Es ist Herbstsale. Nanu, habe ich mir gedacht. Herbstsale? Ich habe schon gedacht, okay, bald haben wir Weihnachten, da kann man noch mal gucken, ob man nicht ein bisschen Gold braucht, ob man noch mal ein paar Premium-Tage braucht oder so. Es ist Herbstsale. Und zwar vom 28. ab 11 Uhr geht es los, bis zum 7. Oktober, auch 11 Uhr. Da gelten dann folgende Rabattaktionen auf Gold und Premium, und zwar jeweils 25% Rabatt. Also 25% ab heute 11 Uhr und das Ganze jetzt auch noch bis zum 7. Oktober, auch 11 Uhr, 25% auf Gold und Premium. Und zusätzlich gibt es dann auch noch im Laufe des Videos ein kleines Schmankerl von RF4. Also, wir haben mit der Verwendung der Matchrouten haben wir die Begrenzung automatisch von 3000er Rollen maximal, weil es Medium Light Routen sind. Wir kriegen aber nicht irgendwie einen Bonus oder einen besonderen Anreiz durch zum Beispiel irgendwelche Rekorde, dass wir dann hier, vielleicht einen Anreiz haben, in den Rekorden zu stehen und dann hier ordentlich was rauszuziehen. Was halt witzig ist, man kann halt schon versuchen hier, Alter, vielleicht soll ich ein bisschen länger warten, man kann halt schon versuchen hier den ein oder anderen besonderen Fisch zu fangen. Es funktioniert auch immer mal wieder ganz gut, aber man muss trotz allem eben auch immer mal wieder ein bisschen suchen und probieren und testen. Von den Tiefen natürlich kann man hier ein bisschen rumprobieren. Und ja, das, was du hier gerade siehst, das hatte ich, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal in einem anderen Video. Man hat auch ein bisschen, es ist ein bisschen schwieriger, das Anhaken richtig zu setzen. Denn wir verwenden halt hier durch diese kleinen 3000er Rollen, naja, halt nur eine ganz kleine, oder wir haben halt nur eine ganz kleine Einzugsgeschwindigkeit. Und dieses Klassische, was das Matchangeln so entspannt macht, mit der fetten Rolle auf der Match einmal heftig kurbeln und zack, zack, und schon ist der Fisch gehakt. Das haben wir halt hier mit den kleinen Rollen nicht. Bedeutet also, ranziehen, rechte Maustaste auch noch, damit das Ding halt so richtig sitzt und im Idealfall eben genau nochmal gucken, dass das Teil, ja, dass der Fisch auch richtig abzieht. Also doch nochmal ein bisschen länger warten als üblich. Was natürlich ganz nice ist und was man halt sehr schnell eben auch rausbekommt hier an der Stelle ist, oder jetzt am gesamten Gewässer, wir haben super tiefe, flache Bereiche. Also der gesamte Uferbereich ist hier super tief. Ich bin jetzt hier gerade bei 2,60 Meter Tiefe. Wir gucken gerade nochmal eben. Also super tief unterwegs. Zack. Clip hier gerade auf 10 Meter. Die sind auch übrigens gerade ein bisschen unterschiedlich geklippt. Die eine Rute ist länger, deswegen ist sie nur auf 9 Meter geklippt. So. Ja, das passt doch ganz gut. Also, wir zoomen noch mal ein bisschen näher ran. Und die sind auch ein bisschen unterschiedlich zusammengebaut. Liegt an den Wurfgewichten. Aber das, wie gesagt, was halt interessant ist, man kann halt super nice hier im Nahbereich, kann man halt richtig nice hier angeln. Auf heftigen Tiefen. Ich war vorhin auch schon ein bisschen weiter unten an der Stelle. An dem Anleger weiter unten. Na, ist doch was dran. Ne,
War so ein bisschen unentschlossen. Aber jetzt auf V1 ist was dran, ne? Ja, er ist schon wirklich abgezogen. Man muss wirklich darauf achten. Ne? Die müssen halt wirklich wegziehen, ne? Zack, sehr schön. So, und jetzt wieder richtig auswerfen hier. Also, man muss oder man kann hier richtig schön eben auch, gerade wenn man hier jetzt mit den Karpfenmontagen unterwegs ist, dann natürlich auch schön mit den Posen und verschiedenen Ködern einfach hier schön im ufernahen Bereich halt ran und was rausziehen. Und es klappt auch richtig gut, wenn man eben diesen Haakeffekt hinkriegt. Das ist natürlich wichtig. Man muss eben auch ein bisschen die Tiefen ausjustieren, probieren und testen. Denn ja, wie gesagt, hier ist es jetzt gerade 2,60 Meter tief auf nur 10 Meter Entfernung. Da hängt auch sofort was dran. Sehr gut. Aber das macht das Ganze natürlich auch irgendwie ein bisschen interessant. Man kann ein bisschen rumprobieren und ein bisschen testen. Wenn wir hier mit normalen, also mit Naturköder unterwegs sind, können wir natürlich auch noch verschiedene Tiefen testen. Wird dann interessant, wenn wir hier andere Temperaturen haben. Also Warmwetterphase, Kaltwetterphase, also Kaltwasser, Warmwasserphase. Dann wird das Ganze natürlich interessant, dass wir dann hier mit den Matchrouten einfach verschiedene Höhen einstellen. Auch wieder dran, jawohl. Also linke Maustaste mit Shift, Tempo 50 plus rechte Maustaste und hochziehen. Dann lübt das auch. So, schnell wieder raus. Also, wenn wir dann eben bei den verschiedenen Wassertemperaturen verschiedene Höhen einstellen, dann wird das Ganze hier interessant. Jetzt im Moment ist alles wieder auf Normalphase, ist natürlich auch ganz chillig. Also hier könnte man jetzt natürlich genauso auch mit Grund stehen, weil wir ja auch den Köder hier in Grundnähe präsentieren auf der Pose. Also hier jetzt gerade 10 Meter raus oder bei der etwas längeren Route, das ist die hier, bin ich jetzt gerade auf 9 Meter raus. Und man sieht, die sind ungefähr auf einer Höhe hier. Das passt. Ja, was sind das für Routen? Was sind das für Rollen? Wir gucken jetzt hier, natürlich nochmal die Setups an. Na, kriegen wir den vielleicht noch? Warten wir nochmal ein bisschen ab. Man kann die beiden linken, also die 1 und die 2, die 1, die zuppelt gerade, und die 2, die Routen, die kann man verwenden, auch mit den klassischen Wagglern. Die dritte, das ist die günstigste im Bunde. Also ich habe jetzt hier drei verschiedene Preislagen an Matchrouten, die man gut verwenden kann. Bei der dritten haben wir ein kleines Problem mit den Wagglern. So, na, beißt er noch richtig rein oder nicht? Gucken wir mal. Jetzt, na, zieht er? Ja. In dem Moment. Och, irgendwas Lüttes. Na guck, ein kleiner F1. Den nehmen wir doch mit. So, also direkt wieder raus. Zack. Boah, ich lasse sie einfach mal jetzt hier vorne liegen. Also, wir fangen an mit dem günstigsten Setup. Drei verschiedene Matchrouten. Das günstigste Setup ist dieses hier. Alle drei Matchrouten. Die liegt jetzt hier ungefähr bei 3.500 Silber. Die Borey Match 390 Medium Light, absolut essentiell, ohne Medium Light kein Angeln hier am Kupfersee. Kleiner Nachteil, wie gerade schon gesagt, das Wurfgewicht. Wir haben hier nur 21 Gramm Wurfgewicht. Ist bei dieser Posenart gar kein Problem. Ist bei der Waggler allerdings ein Problem. Warte mal, wir ziehen ihn mal eben raus. Und zwar ergibt sich das einfach dadurch, dass die Posen ja auch immer noch ausgebleit werden müssen, damit sie schön stehen. Und dieses Ausbleien, was ja, hoppala, was ja automatisch, da war schon wieder was dran, direkt hier im Nahbereich auf 5 Meter ungefähr. Also dieses Ausbleien, ich ziehe die mal eben alle rein. Dieses Ausbleien beeinflusst dann natürlich das Wurfgewicht. Und das bedeutet, wenn wir hier eine wunderschöne Waggler nehmen vom Weihnachtsmarkt mit nur, nehmen wir mal 8 Gramm, haben wir, hier steht das, haben wir trotzdem dann nochmal 13,6 Gramm Blei. Und das Blei zieht dann die Pose schön straff nach unten, gerade so, dass es ausgebleit ist und die Pose schön steht. Und der Rest hier unten, den müssen wir natürlich auch noch mit dazu rechnen. Das heißt, wir haben hier schon die 13, noch was. Jetzt nehme ich das mal eben in die Hand und wir sehen, zack, überladen. Also ist das
nicht wirklich ideal. So, da sind wir wieder drin. Wir haben also ne, diese 13,6 Gramm, die 7 Gramm, da sind wir schon bei 20 Komma. Wir haben hier 21 Komma insgesamt, die wir nur werfen können. Dann kommt noch der Haken dazu, dann ist das Ganze eigentlich schon fix und fertig. Dann kommen hier aber nochmal 1,5 durch den Köder dazu und dann ist diese gesamte Route, das gesamte Setup halt komplett überladen. Also das ist halt uncool, deswegen nimmt man einfach eine von den wunderschönen, ganz unterschiedlichen Posenarten. Was ich hier empfiehlt, ist einfach eine Pose, speziell an dem Gewässer, die einen relativ weißen Körper hat. Denn wenn das dann so ein bisschen einsinkt, kann man trotzdem eben noch durch die Schattierung oder durchs Wasser so ein bisschen gucken und man sieht dann bis unten hin. Ich fand die hier ganz nice. Die konnte man ganz gut sehen. Die hier mag ich eigentlich auch ganz gerne. Die sind fast wie Waggler. Auch richtig schön lang. Gucken auch richtig schön hoch. Kann ich ja nochmal vielleicht gerade zeigen. Vielleicht sieht man das hier vor. Na, nicht im Dunkeln. Aber die sind halt schwarz, ne? Und dann Nachteil im Schwarz. Ich glaube, da muss man nicht wirklich viel sagen. Also der Nachteil im Schwarzen, bei den schwarzen Posen ist, naja, man sieht es halt so schlecht. Gerade im Dunkeln ist das nicht ganz so nice. Und bei den hellen hier, also die passt schon mal ganz gut. Das ist gar nicht verkehrt. Ansonsten gibt es natürlich auch noch welche hier mit Beleuchtung. Und die kann man natürlich auch locker und gut verwenden. Die hier vom Weihnachtsmarkt, vom Weihnachtsevent sogar noch. Oder eben noch die regulären, die man ganz normal einkaufen kann. Ja, wie gesagt, die hier habe ich gerade dran. Und hier sehen wir, das Ausbleiben sind dann eben nur die 7 Gramm. Das Ding selbst wiegt 4,5. Also sind wir hier dann bei 11 ungefähr oder 12 und gut ist. Also das ist eben ganz entspannt. Ja, vom Setup ansonsten natürlich, hier haben wir das oben stehen. Also auch da haben wir natürlich jetzt diese Begrenzung. Medium Light, ob das beim Spinning ist oder hier beim Posenangeln. Medium Light bedeutet eine maximal 3000er Rolle. Ich verwende hier die P-Series, lohnt sich absolut. Richtig schön stabiles Teil, sehr, sehr wenig Verschleiß da drauf. Riesenvorteil, wir können die auch noch upgraden auf 19 Kilo an Bremskraft, wenn man das möchte. Und damit hat man hier ein richtig gutes Gerät. Und das Gute ist, wir haben hier auch noch eine Rolle mit richtig viel Schnurkapazität. Im Verhältnis zu den anderen 3000ern hat die relativ viel Schnurkapazität. Es gibt noch darüber, meist in den meisten Listen ist dann nochmal die Bestia mit angesiedelt. Auch das wäre natürlich eine Option. Bestia ist natürlich auch richtig gut, hat aber nicht ganz so viel an Schnurkapazität. Aber trotz allem wäre das natürlich nochmal ein Sahnestück obendrauf. Könnte man durchaus eben verwenden. Und dann hat man eben schon mal wieder ein richtig gutes Gerät. Und ich meine, Beluga ist halt einfach auch immer eine Top-Qualität. Also das hier, günstigstes Match-Setup mit leichten Einschränkungen aufgrund des Wurfgewichts, kann man das ganz gut verwenden hier. Und das Schöne ist, sowas ist natürlich auch ideal fürs Angeln, zum Beispiel an der Tunguska. Wenn man da am Anleger ist, gibt es schon ganz viele Videos hier auf dem Kanal, klappt immer richtig gut mit der Tunguska hier. Das zweite Setup, stellen wir die mal eben hier runter, das ist dieses. Und das hatte ich mir schon ein bisschen vor Wochen eigentlich schon geholt, weil das eigentlich preis-leistungsmäßig auch ganz nice ist. Wir haben hier ein sehr gutes Wurfgewicht, bis 28 Gramm, können hier tatsächlich dann auch schon die kleinen Waggler verwenden, die es allerdings auch nur am Weihnachtsmarkt gibt. Alles, was von der Firma Pomor ist, gibt es eben nur am Weihnachtsmarkt. Das bedeutet, da muss man dann ein bisschen warten. Wir gucken mal gerade mal eben am Shop, ob es denn bei den Wagglern irgendetwas Vergleichbares gibt bei den Originalen. Ich meine nämlich nicht. Na doch, da gibt es auch sogar noch jede Menge. Na gucke mal da, was es da alles gibt. Waggler, 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 Waggler. Ich habe schon so ewig nicht mehr reingeguckt. Guck mal hier. Silverfish und so weiter in verschiedensten Versionen. Da muss ich doch mal eben gucken, ob wir die nicht hier mal eben... So. Also, alles hier. Guck mal, hier geht es schon los mit den ganzen Wagglern. Und da haben wir ja ganz viele verschiedene. Sehr gut. Also, da haben wir doch eine ganz große Auswahl, auch gewichtsmäßig. Sehr, sehr, sehr viele verschiedene. Das ist doch tippitoppi. Also, sonst gab es eben
damals quasi die hier, oder? Ja, das waren noch so meist die 0815-Dinger, die Standard, genau, die hatte ich, glaube ich, ständig. Aber auch da gibt es verschiedene. Also, das passt doch hier alles ganz gut. Eine große Auswahl verschiedenster Wackler mit verschiedensten Gewichten. Na, guck, dann werde ich gleich nochmal shoppen gehen und mir nochmal passende Wackler kaufen. Ich gucke gerade mal, gibt es noch welche? Ach so, genau, das waren die einzigen mit Beleuchtung. Das war das. Das war das damals, genau. Genau, alle anderen haben keine Beleuchtung. Und das sind die einzigen Wackler, die eben auch noch eine kleine Beleuchtung haben innen drin. Aber auch die gibt es ja hier in leicht. Und von daher ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Ich meine, wenn die dann eh leuchten. 2, noch was. Weißt du was? Ich hole mir die einfach mal mit, ich glaube so mit 5 Gramm. 1, 2, 3. Nehmen wir die doch einfach mal eben. Siehst du, hat sich doch schon wieder gelohnt hier. So, dann bauen wir das doch mal direkt wieder um. Also ich muss ja sagen, so Posen, ne? Posen sehen immer irgendwie cool aus. Also ich habe da immer Bock drauf, verschiedene Posen auch. Deswegen habe ich auch so viele Posen, auch wenn ich gar nicht so viel Posenangeln mache. So, dann werfen wir die mal aus. Ganz locker. Oh ja, yeah, das fliegt, ne? Das fliegt hier. Mega nice. Ich mache mal Licht aus. Also nur so ein bisschen aufladen. Zack. Leuchtet oder leuchtet nicht? Ja. Unten im kleinen Monitor sieht man es. Ja, doch. Leuchtet ein wenig. Aber, ja, kann man verwenden. Jetzt machen wir daneben mal. Das ist natürlich jetzt die vom Weihnachtsmarkt. Das ist natürlich nochmal ein anderes Ding. Also das Leuchten oder das Leuchten. Ganz anderes Ding, die Pomor. Und daneben eine ohne Beleuchtung. Naja, aber immerhin ist sie weiß. Also man sieht es so ein wenig. Also kann man machen. Aber ich glaube hier die kleinen, wie gesagt, gewichtsmäßig passt es doch. Es ist zwar ein bisschen schwer zu unterscheiden, weil sie halt alle gleich aussehen. Und es keine anderen gibt, von der die halt auch eben auch eine Beleuchtung hat. Aber im Großen und Ganzen passt es doch. Also, gehen wir zurück zum Setup. Wir haben hier, wie gesagt, ausreichend Wurfgewicht. Das ist halt das Wichtige. Wir haben hier 28 Gramm. Damit kann man ganz viel schon anstellen. Und eben auch größere Boilie-Kombinationen verwenden. Dann passt das eben auch trotzdem immer noch alles ganz gut mit dem Wurfgewicht. Tragfähigkeit natürlich sensationell. Ich glaube, bei allen Routen ist die Tragfähigkeit eigentlich überhaupt kein Thema, weil wir automatisch begrenzt sind durch die Rollen, die wir haben. Ich verwende jetzt hier auch wieder 100, also diese Schnur mit 0,24 mm. Auf der Simon P-Series passen hier 117 Meter drauf. Über 100 Meter ist für den Kupfersee auch immer ganz nice, weil wir eben dann ja an für sich nicht leergezogen werden können. Wenn man so bei 120 Meter ist, sollte man, wenn man auch ein bisschen mitläuft, an für sich nicht leergezogen werden. Vorteil auch hier wieder, na klar, die Route ist teurer, liegt jetzt bei 7.500. Vorteil hier ist, wir haben natürlich Boni. Wir haben den Bonus aufs Posenfischen, wir haben Bonuswerte auf die Montage an. Und das macht das Ganze natürlich auch wieder wahnsinnig sexy. Das heißt, wir können uns entweder Skillpunkte sparen oder schon mal eher ins Posenangeln rein, schon mal eher zum Beispiel einen Doppelköder verwenden, wenn wir hier die normale Match-Montage nutzen. Also Blade Plasma Match ist schon wirklich richtig gut, richtig schön solide und das Teil kann man tatsächlich richtig gut auch verwenden. Und ich finde, preis-leistungsmäßig ist es auch wirklich was ganz Vernünftiges. Ja, und dann fehlt eigentlich nur noch das Sahnestück im Ganzen, natürlich die Blade Monster Match. Die Monster Match habe ich auch als große Version sozusagen, also als Version, die halt auch richtig gut geeignet ist fürs Karpfenangeln zum Beispiel. Hat eine sehr, sehr, sehr schöne Aktion, die Route, also von der Biegung her der gesamten Route ist das richtig nice. Also man hat richtig eine sehr gute Kraftübertragung auch einfach dabei. Das Teil macht so schon wirklich Bock. Auch jetzt hier im kleinen Bereich wahnsinnig gute Auswurfeigenschaften. 4,5 bis 28 Gramm. Also damit kommt man richtig, richtig weit raus.
wenn man das denn will, weil wir ja auch hier wieder begrenzt sind, natürlich bis auf die 3000er Rollen immer nur und dementsprechend, ja, können wir so eigentlich nichts weiter verwenden als nur die kleinen Rollen mit relativ wenig Schnurkapazität. Ja, Wurfgewicht wie bei der anderen eben auch. Hier haben wir alle wichtigen Montagearten drin. Das heißt also, wenn du Matchangeln machen willst, aber eigentlich keine Punkte übrig hast fürs Posenangeln, ist natürlich so eine Route ideal, weil du dann einfach die kompletten Skills im Posenbaum einfach schon verwendest. Also überall das, was wichtig ist, da hast du dann überall schon deine 3 Punkte drin. Bei dem Match-Rig sozusagen, da hat man dann bei der Verwendung der Route automatisch dann alle 3 Punkte drin und dementsprechend hat man hier einen erhöhten Skill oder die Chance, mehr maßige, größere Fische zu fangen. Und das wollen wir natürlich haben. Ja, es gibt auch noch einen Bonus. Das heißt, wenn du hier 3 Skillpunkte drin hast, plus die 3 Skillpunkte auf der Route, ja, dann hast du hier quasi 4, 5 und 6. Allerdings nimmt die Wirkung mit jedem weiteren Punkt immer mehr ab. Das heißt, du hast nur noch einen sehr, sehr, sehr geringen Plusbonus sozusagen auf diesen Routen oder in Verwendung mit diesen Routen. Das Ganze bringt halt am meisten, wenn du gar keine Skillpunkte verteilt hast, hier jetzt zum Beispiel drin, und dann in Verwendung mit der Route einfach ja, komplett geskillt bist. Also 100% alle 3 Skillpunkte dann auf der Route hast. Ja, ansonsten ist diese Route natürlich auch wieder ideal fürs Angeln, zum Beispiel an der Tunguska. Auch da macht das dann richtig Bock. Auch hier müssen wir natürlich immer darauf achten, dass man ausreichend Schnur hat. Aber wenn man hier jetzt natürlich auch leichter reingeht und man würde hier zum Beispiel, sagen wir mal, mit 9 Kilo reingehen, man hat 200 Meter Schnur drauf, kann noch nicht mal die Bremse komplett voll ausnutzen. Aber wenn man eben auf kleinere Fische geht, zum Beispiel an der Tunguska, wie gesagt, am Anleger, da geht das immer wieder richtig gut. Oder man geht vielleicht mal auch an den Ladoga-See, wo die Maränen und die Renken auch immer wieder gut reingehen auf Pose. Für sowas sind natürlich dann solche Routen auch ideal. Da kann man dann natürlich auch richtig schön fein und zahn reingehen und nimmt dann eben hier noch die Boni, die ganzen Werte auch noch mit. Was jetzt natürlich noch wünschenswert wäre, vielleicht kommt ja sowas irgendwann mal, dass es dann anstatt sowas wie Grund-Light-Rekorde einfach Medium-Light-Rekorde gibt. Und dann hat man alles damit drin, was auf einer maximal 3000er Rolle gefangen wird und gut ist. Also alle 3000er Rekorde sozusagen, die hätte man dann da drin. Man hätte dann die Light-Rekorde, ne, für die 2000er und dann die Ultralight für die 1000er Rollen sozusagen. Also das ganz, ganz Feine. Das wäre natürlich nice. Jetzt im Moment kann man die Routen einfach so nutzen, ja, um eben ihre Stärken auszunutzen. Also feines, zartes Angeln, die Boni natürlich immer schön mitnehmen und ja, das der Vorteil eben hier beim Karpfenangeln, dass man dann eben versucht, verschiedene Tiefen genau einzustellen, je nachdem, wie warm das Wasser dann gerade ist. Ja, dieses Setup, wie es da jetzt so steht, gibt es zu gewinnen. Das ist doch eine geile Sache. Kann man gewinnen, gesponsert von RF4, aber nur hier auf dem Kanal. Also rein in den Kanal, also Abo da lassen, Kanal abonnieren, Daumen da lassen fürs Video und dann natürlich auch noch einen Kommentar da lassen, damit ich weiß, unter wen, unter welchen Zuschauern ich dann diese Route hier verlosen kann. Also das Teil in Gänze mit, wir gucken gerade noch mal eben rein, und zwar mit der Bestia 3000, also die beste Matchroute, die hochwertigste Matchroute im Medium-Light-Bereich und dazu die hochwertigste 3000er Rolle. Also diese beiden Rollen oder diese beiden Gegenstände, das Ganze fülle ich da natürlich noch passend gleich auf mit allem, was man sonst noch benötigt. Aber dieses Komplettset sozusagen kommt direkt von RF4
für dich möglicherweise. Verlosung ist dann am nächsten Montag im Livestream. Der Livestream geht natürlich wie immer los nächsten Montag um 19 Uhr und dann im Laufe des Abends geht dann das Gerät raus. Dann ziehen wir einfach live im Stream den Gewinner und ja, dann hast du vielleicht Glück und gewinnst das Teil. Also nochmal zusammengefasst, wichtig ist, Kanal abonnieren, Daumen da lassen und einen Kommentar schreiben und unter allen Kommentaren wird dann dieses Setup verlost. Nächsten Montag live im Stream, also vom Datum her, das ist dann der 30. September. Perfekt zum Abschluss des Septembers gibt es dann eben nochmal die Blade Monster Match 320 Medium Light. Großes Dankeschön auch nochmal an RF4 fürs Bereitstellen dieser Route. Ich verwende, wie gesagt, schon seit langem das große Gerät davon. Auch das macht richtig, richtig Bock. Aber eben hier mit der 3000er haben wir dann eben auch etwas, was nochmal hervorragend ist, eben fürs Angeln auch am Kupfersee. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Montag, wie gesagt, ab 19 Uhr geht's los und dann ab in die Verlosung. Viel Glück!